So, schönen guten Tag. Neues Video von Savage Scooters. Ist ein bisschen Pause gewesen, ich weiß. Aber wir haben uns hier heute zusammengefunden, weil ich mir dachte, das muss ich euch unbedingt mal zeigen. Hinter dem Kamerakind Pamela befindet sich ein Roller. Den Motor habe ich gebaut im Jahr 2013. Das heißt, der Motor ist jetzt 11 Jahre alt. Der Motor ist bis heute gefahren. Viele tausend Kilometer tatsächlich. Und den habe ich damals gebaut mit einem 2013er MHR. Mit einer Kurbelwelle, von der ich keine Ahnung habe, was es war. Ich glaube, es war eine BGM. Dann ein vernünftiges Getriebe reingemacht. Eine Superstrong-Kupplung. Ganz zum Anfang war da ein Auspuff drunter. Ich glaube, ein Scorpion. Ein Left Hand. Dann 26er Vergaser. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Den Vergaser habe ich damals nach alter Schule abgestimmt und nach altem Wissen und Nichtwissen, sagen wir mal so. Und wir haben den Roller nie auf den Prüfstand gestellt. Der Roller ist gefahren. Mit dem Wissen von heute weiß ich aber, dass der eigentlich zu mager lief. So. Ne, nach dem Motto, wir hatten ja damals nichts, wir wussten es ja nicht besser. So, und was für mich jetzt kriegsentscheidend ist, A, dass der Motor 11 Jahre alt ist und immer noch läuft. Unverändert, so wie wir ihn damals gebaut haben mit den Steuerzeiten und Gemache und Getue. Also den haben wir ordentlich zusammengefräst. Der Einlass ist richtig gut gefräst, der Auslass ist richtig gut gefräst. Also hier müssten schon so 24, 25 PS anliegen. Was es genau ist, werden wir sehen. Der ging auf jeden Fall wie die Hölle. Und natürlich, was für mich interessant ist, 2011 gebaut, damals abgestimmt. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und im Jahr 2024 haben wir nochmal andere Möglichkeiten. Das heißt, ich werde den jetzt auch nochmal vergasertechnisch optimieren, nachdem wir eine Eingangsmessung gemacht haben und dann mal gucken, wo wir ihn noch hintreiben und hinbringen können. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das Video auf jeden Fall, weil wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen 11 Jahre alten Motor, den man mal gebaut hat, in die Finger zu kriegen und ihn dann nochmal einzumessen mit dem Setup von damals und dann auch nochmal optimieren zu können. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Eingangsmessung, wir gucken mal, was rauskommt und dann machen wir das übliche Vergaser-Voodoo-Tuning und werden dann nochmal eine Vergleichsmessung hinterher schieben und gucken, was es bringt. Es kann sein, dass er aufgrund der Einstellung so mager läuft, dass er nicht mehr Leistung wirft, sondern dass wir ihn nur sicher kriegen. Ja? Aber es ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine Wundertüte. Wir gucken mal, was passiert. Also ich bin sehr gespannt und hoffe, euch gefällt das Video auch und deshalb sage ich viel Spaß bei dem Video. Ach, immer diese unterschiedlichen Schlösser, ey. Ich hasse das wie die Pest, wenn man drei verschiedene Schlüssel am Roller braucht, ne? Aber so war das früher. So, geil. Das ist jetzt... Pass auf, jetzt kommen wir mit der Kamera her. So haben wir das früher gemacht. Da gab es die Polini-Box schon. Da gab es dann diesen useligen Luftfilter davor. Und ist eine Pinasco Flytec-Zündung drauf. Ist ein 2013er MHR, hatte ich ja schon gesagt. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Tote Spinne. Also ihr seht, der Motor ist entsprechend heavy geused. Ich muss jetzt eben noch einen Kicker anbauen und hier die Abdeckplatte drüber machen, weil ich habe gerade noch mal die Schaltraster nachgestellt und sehe zum Beispiel so Totzünden wie ein Temperaturmesser unter der Zündkerze. Das werden wir auch noch schnell ändern, weil die Scheiße kostet nämlich gerne mal den Motor. Aber ihr seht, das ist, ne, das ist halt gebraucht. Das ist 11 Jahre alt und gefahren und gebraucht. Ich finde es halt richtig spannend und bin sehr aufgeregt, weil wir den haben wir damals echt übel zusammengefräst und bin echt gespannt, was der an Leistung wirft und was er nach der Vergaserkur für eine Leistung wirft. Also ich baue den jetzt erstmal hier mit dem Kicker zusammen und so weiter und dann legen wir gleich los. So, legen wir mal los. Jetzt gucken wir mal, was er performt in dem alten Setup. Yeah.
weitermachen. Das sieht man nämlich wunderbar schon auf diesem Bild, wie der hier oben abgemagert hat. Wir sind nämlich über den Zenit vom Vergaser raus, also der bringt jetzt nichts mehr. Das heißt, bewegen uns in einem Bereich, wo er extrem abmagert. Und jetzt komme ich ins Spiel, jetzt baue ich den Vergaser nämlich um. Aber das ist mal ganz klassisch zu sehen. Ihr seht wirklich an der Kurve, der steigt relativ linear an. Auch das Drehmoment entwickelt sich relativ linear. Aber bei 7,5 ist halt Schluss und dieser Einbruch ist halt brutales Abmagern. Ne? So, also jetzt bauen wir mal den Vergaser um und dann gucken wir mal, wo wir dann stehen. Also das größte Mysterium, was ihr gerade gesehen habt, war immer die Aussage, der Vergaser wird leer gesaugt. Da wird nichts leer gesaugt. Das muss man ganz klar so sagen. Es war nie so, dass der Vergaser leer gesaugt würde. Was passiert ist, dass die einströmende Luftsäule über die Hauptluftkorrekturdüse so schnell wurde, bei steigender Drehzahl, dass die eintretende Luft sich wie ein Korken auf die Hauptdüse gesetzt hat und dann kein Durchlass mehr war. Das ist der einzige Grund, warum alle immer gesagt haben, diese Vergaser tun es nicht bei entsprechender Drehzahl, bei entsprechender Leistung, mit Resotüten funktioniert alles nicht. So, das war das größte Problem. Es war nie das Problem, dass der Vergaser leer gesaugt wird oder dass nicht genügend Sprit nachläuft, sondern das Thema ist immer, die eintretende Luftsäule in das Mischrohr, die ist das Problem gewesen. Die, wenn die so schnell beschleunigt wurde, dann ist die Luftsäule in das Mischrohr reingefahren und hat wie ein Korken alles dicht gemacht und dann kam von unten kein Sprit mehr nach und dann war der Drops gelutscht. Das nur mal zur Erklärung, damit ihr wisst, wenn euch das nächste Mal einer sagt, ein SI-Vergaser würde leer gesaugt werden, dann könnt ihr euch mal kurz auf den Oberschenkel klopfen und sagen, nee, ist nicht. So, jetzt baue ich den Vergaser aus. Das ist ein Fast-Flow-Vergaser von 2013. So, das heißt, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr, wie diese Fast-Flow-Vergaser damals ausgesehen haben. Aber den packen wir uns jetzt mal aus und dann werde ich den entsprechend umbauen und dann gucken wir mal, mit entsprechender Bedüsung, wo wir dann landen. Ich schätze aber mal, dass die Bedüsung hier wirklich nicht von schlechten Eltern sein wird. So. Vergaser draußen. Boah, guck mal, ob du das einfangen kannst. Die Drehschieberwelle hat noch überhaupt keinen Kratzer. Warte, schon mal Licht. Guck mal, ich weiß nicht. Schau mal, ob du das einfangen kannst. Kannst du hier von oben reinleuchten? Guck mal da. Siehst du das? Das ist die Drehschieberwange. Kannst du das auf dem Bild gut sehen? Dass diese Wange da drin überhaupt keine Kratzer hat. Das heißt, der Drehschieber ist noch vollkommen intakt. Nach 11 Jahren, siehst du das? Da drin. Ich mach mal mit dem Schraubenzieher rein. Das da. Da unten, kannst du das sehen? Das Kabel ist gut. Das Kabel? Da, so. Siehst du das? Okay. Also ihr seht, die Drehschieberwellenwange ist komplett in Ordnung. Da hat sich nichts verdreht, da hat kein Drehschieber geschliffen. Wenn ich allerdings sehe, wie viel ich da rausgefräst habe, da wird mir ein bisschen schlecht. Aber na gut, das mal so ein bisschen für euch zum Vergleich, damit ihr hier seht, also nach 11 Jahren 2013er MHR, da ist nichts kaputt. Also die Kurbelwelle sieht immer noch tipptopp aus. Ne? Das Einzige, was jetzt ein bisschen eine Kur braucht, ist der Vergaser. Aber das wusste man halt damals nicht. Ne? Da hat man halt damals nach bestem und gewissen Wissen und Gewissen abgedüst und diese ganze Entwicklung, ja, hat halt in den letzten 10 Jahren im Grunde stattgefunden. Ne? So, bauen wir den Vergaser mal um und dann schauen wir weiter. So, jetzt haben wir Vergaser umgebaut, jetzt machen wir mal den nächsten Schuss. Ich habe gleich Venturi abgelassen und Deckel abgelassen. Wir gucken erstmal, ob ich ihn überhaupt ans Laufen kriege und ja, schauen wir mal, was passiert. Thank you.
Nebendüse ist noch zu fett und die Hauptdüse ist immer noch zu mager. Also da muss was Größeres rein. Sieht man hier auch wieder ganz klassisch, ne? Kannst du sehen, hier oben, weil der ist von den Steuerzeiten halt so hoch veranlagt, dass der seinen Peak über 7,5, also der will hier oben noch bei 8 pieken. Und im vierten Gang, nach einer komplett langen Beanspruchung, kackt er mir hier oben immer noch ab. Im dritten Gang war das besser, aber bei einer komplett langen Beanspruchung scheißt er mir hier oben ab. Das heißt, ich muss jetzt da bedüsungstechnisch nochmal bei. Gut. Also, Schraubenzieher. So, jetzt habe ich noch einen Venturi mal drauf gemacht, weil ich befürchte vielleicht, dass der Luftstrom von der Hauptdüse mit in Konflikt mit dem einströmenden, mit der einströmenden Luftsäule über den Vergaser ist. Also Venturi ist drauf, die Hauptdüse habe ich jetzt nochmal erhöht, die Nebendüse habe ich eine magerer gemacht, weil er von unten raus sich schwer getan hat. Jetzt gucken wir mal, wie jetzt läuft. Ganz gut gesehen, ne? Dass er, wenn er von unten raus beschleunigen soll, dass er sich so ein bisschen verrotzt und verspotzt und verschluckt. Ich gehe jetzt in der Nebendüse nochmal eine magerer. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, da die Einlasszeiten extrem aufgerissen sind, ne? Also wir sind hier ans Maximum gegangen, weiß es aber nicht mehr. Wie gesagt, das ist 11 Jahre her. Hauptdüsentechnisch sind wir auf jetzt auf jeden Fall mal über 200. Ne? So, und jetzt fangen wir langsam an und das seht ihr auch hier oben raus. Also der Leistungspeak ist schon bei 7700, ne? Also den Leistungspeak haben wir bei 7700 und das ist für einen SI-Vergaser echt schon grenzwertig, ne? Aber jetzt dreht er auch oben raus, ich bin jetzt hier aus dem Gas gegangen, also das macht er jetzt, aber ich mache auf jeden Fall die Nebendüse noch mal eine Nummer kleiner und dann müssen wir gucken, ob wir da nicht zu mager werden. Wenn nicht, muss ich vielleicht noch mal ein bisschen mit der Leerlauf-Gemischschraube nachregulieren, aber das schauen wir uns jetzt mal an und dann gucken wir mal den nächsten Lauf an. So, also noch mal ab und noch mal Nebendüse wechseln. So, Nebendüse noch eine Nummer kleiner. Leerlaufgemisch habe ich auch noch mal eine halbe bis dreiviertel Umdrehung reingedreht. Jetzt schauen wir mal, wie er jetzt läuft.
die Nebendüse magerer machen, hat es jetzt nicht gebracht. Wir haben immer noch dieses Ruppeln und Ruckeln und Rotzen und Spotzen untenrum. Was ein ganz klares Indiz ist, dass die Einlasszeiten zu groß gewählt sind. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Das kriegen wir auch nicht mehr rückgängig gemacht. Obenrum hat der so viel Attacke. Das könnt ihr euch mal angucken im vierten Gang. Wir gehen also über, und das ist immer das, was ich in den anderen Videos immer gesagt habe. Ab 7,5 wird es für die Performance vom SI-Vergaser schwierig. Wir haben jetzt so viel Dunst in dieser Karre. Wir haben 27 PS. Ich hole mal eben das andere. Das Bild. So, und das ist jetzt genau, jetzt kommen wir genau in das Problem, was wir haben. Der SI-Vergaser, guck mal, der hat seinen Leistungspeak bei 125. Das heißt, das ist ein originaler 2013er MHR. Der von der Performance her, von der Fräsung her, ist der richtig, richtig fies. Ne? Wir haben bei 125 magern wir ab, knapp 130 km/h magern wir ab. Da kann der SI-Vergaser einfach nicht mehr performen. Ich kann jetzt die Löcher noch so weit aufreißen, ich kann jetzt im Grunde noch so große Düsen reinpacken, wie ich will. Das wird nicht funktionieren, weil der einfach der Vergaser als solches nicht performen kann. Was bedeutet, dass wir mit dem SI-Vergaser an dieser Stelle am Ende sind. Hier wäre eigentlich ein 35er Mikuni auf Drehschieber das perfekte Medium der Wahl, weil der eine deutlich bessere Performance hat. Aber da seht ihr auch, dass hirnloses Fräsen, und das haben wir halt damals gemacht, um Leistung rauszuzimmern, das funktioniert nicht. Nicht bei einem SI-Vergaser. Wir haben dem so viel Steuerzeit gegeben. Guck mal, wir sind im dritten Gang, sind wir im Peak bei 90, 95 und beschleunigen dann raus. Und der hat ja bei 120, 125 immer noch ansteigendes Drehmoment. Ja, da sind wir ja über 24 Newtonmeter. Also ich weiß gar nicht, wo der hinwollen würde, wenn wir dem genügend Sprit geben. Aber hier haben wir einen Klassiker. Der Einlass ist total überfräst. Das habe ich damals gemacht. Der Einlass ist total überfräst. Der SI-Vergaser kann nicht genug performen. Wir haben hier mit einer 148er Hauptdüse angefangen, eben die ersten Läufe, die wir gemacht haben, und sind jetzt bei einer über 200er Hauptdüse. Und es ist jetzt auch egal, ich kann auch eine 300er Hauptdüse reinmachen, den der SI-Vergaser bringt, oder ohne Hauptdüse fahren. Der wird abmagern, einfach weil die Kanäle im Vergaser den Spritzufluss zum Schieber nicht mehr gewährleisten können. Da ist jetzt Ende im Gelände. Das heißt, wir können sagen, der kann im vierten Gang kann er 100 fahren, wenn er Bock drauf hat. Alles, wenn er so Richtung 110, 120 geht. Ich sorge halt durch diesen überfrästen Einlass dafür, dass der eine tierische Füllung kriegt. Eine tierische Füllung. Weswegen er sich im unteren Bereich auch so scheiße abstimmen lässt. Das heißt, wenn er sehr, sehr niedertourig losfährt, wird er immer dieses Rotzen und Spotzen haben, weil er einfach, weil die Einlasszeiten einfach nicht mehr passen. So. Ehrlich gesagt wundert es mich tatsächlich, wie er 11 Jahre überleben konnte mit der Hauptdüse. Aber es war auch alles andere kastriert. Ne? Wir hatten eine 120-45er Nebendüse drin, die war so klein, dass da konnte nichts durch. Dass der nicht performt hat, war kein Wunder. Aber ihr seht, wir haben, also mach mal eben, Sekunde, schon mal die allererste Kurve, die wir hatten. So, also wir sind bei, ne, das ist die erste Kurve, die wir hatten, 25,6 PS. Da sind wir hier unten deutlich besser, ja, weil wir ihm natürlich mit der Luft kastriert haben. Ja, jetzt hat er mehr Luft, jetzt kann er mehr performen und jetzt will er nicht untenrum. Ja, mal gucken, was ich jetzt mache. Mal gucken, was ich mir noch einfallen lasse, um den auf Spur zu kriegen. Weil oben raus ist dann halt einfach der SI-Vergaser. Und das ist diese magische Grenze, von der ich sprach, 7.500, 8.000 Umdrehungen. Bei den Einlasszeiten, weil wir sorgen halt bei 7.000, 8.000 Umdrehungen immer noch für Füllung. Wir sorgen noch für Füllung und der Vergaser kann nicht füllen. Die Kurbelwelle kann füllen, der Einlass kann füllen, der Zylinder kann sowieso füllen, der Auslass kriegt es weg. Ich weiß gar nicht, was da für ein Auspuff drunter ist. Auf jeden Fall eine Box, glaube ich. Warte mal. Ja, das ist eine Box. Ist wahrscheinlich, Polini-Box kann es nicht sein, dafür dreht er zu weit aus. Keine Ahnung, was das für eine Box ist. Ob es eine Posh-Box ist. Ja, wir gucken mal. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen spielen. Mal gucken, ob ich das besser hinkriege. Wenn ich es besser hinkriege, folgt hier jetzt noch im Nachgang ein Video. Oder geht das Video weiter. Wenn ich das nicht hinkriege, dann ist das Video jetzt hier zu Ende, weil dann muss ich einen anderen Vergaser draufschneiden. Weil dann will der Auspuff, dann will der ganze Motor eigentlich noch mehr und der Auspuff kann noch mehr. Also wir schauen jetzt mal. Oder ihr müsst jetzt schauen, wie es weitergeht. Falls wir uns jetzt nicht weitersehen, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann mache ich noch mal ein anderes Video und halte euch auf dem Laufenden, was es gegeben hat. Wenn ich es hinkriege, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, horridoh.